Bist du bereit, Einstein? So, dann Zeitleitung an. Fluxkompensator, fluxig. Okay, wenn Doc am 14. Juni 1931 getötet wird, tauche ich einfach am Tag davor auf und hole ihn raus. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun, Doc. Ein schönes Lied. Und 140 Meilen. Schauen. So, jetzt sind wir im Jahr 1931. Einstein, wo willst du hin, mein Junge? Hill Valley. 1931, wie schön. Jetzt von der Trambahn plattgewalzt. Na, wenn das mal nicht... Entschuldigung, junger Mann! Wer, ich? Sie sind der einzige Mann auf der Straße und ich brauche einen Mann von der Straßenmeinung. Sie haben sicher von der Explosion gehört, die Mittwochnacht die illegale Gin-Schenke zerstört hat. Ja, ich habe darüber gelesen. Was halten Sie von Carl Sagan, dem Fremden, der ganz allein geschafft hat, was dem Gesetz 10 Jahre lang nicht gelungen ist, nämlich Hill Valley von der Geißel des Alkohols zu befreien? Sie können schreiben, ich wäre dafür. Sagte der junge Mann mit einem jungenhaften und doch männlichen Lächeln. Hill Valley braucht mehr aufrichtige junge Menschen wie Sie. Haben Sie eine Nachricht für die lasterhaften Gangster, die sich noch in den Straßen herumtreiben und die Bürger mit einer anderen Lasterhöhle voller Suff und Sünde verderben wollen? Ja, wo kann ich sie finden? Fragen Sie, wo ich die Adresse herbekomme. Ah, verstehe. Sie wollen sie genauso zu Kleinholz machen, wie Carl Sagan es getan hat. Wären alle Bürger so auf das Gemeinwohl bedacht, wären wir diese gesetzlosen Elemente bald los, Mr. Könnte ich Ihren Namen erfahren? Ja, ich bin... Michael Corleone. Michael Corleone. Vielen Dank für Ihre aufrichtige Meinung, Mr. Corleone. Edmund Strickland, Hill Valley Herald. Ich weiß, ich habe Sie getroffen als... Ich meine, ich kenne Ihre Arbeit.
Sie lesen meine Kolumne? Wie schön. Es geht vielleicht nur um Etikette. Ich glaube aber, dass dadurch eine bessere... Oh! Einstein, nein! Aus, mein Junge! Gehört diese bösartige Kreatur Ihnen? Er hat mich schon einmal angegriffen. Was ist in dich gefahren? Aggressive Hunde müssen immer an der Leine geführt werden. So ist das Gesetz. Lesen Sie es nach. Doc, ich muss Doc finden. Ah, okay, um ihn rennen zu lassen. Was? Halte die rechte Maustaste gedrückt, wenn Marty geht, um ihn rennen zu lassen. Ja. Hier wurde wohl die illegale Bar niedergebrannt. Wie konnte Doc nur in sowas verwickelt werden? Türen der Bank. Oh, das ist ja dunkel drin. Was kann ich für Sie tun, Sir? Ohne Geld brauche ich da gar nicht erst reinzugehen. Gehen wir mal zum Anwalt. Hallo? Pausieren verboten! Ist ja eine... Was ist das? Was? Tür des Schreibwarenladens. Willst du was kaufen? Nein. Dann verschwinde, du Rumtreiber. Können wir da reingehen? Nein. Können wir uns die Schuhe polieren lassen? Ach, to lunch. Back soon. Okay. Oh, Mellies and Sons. Hey, kann ich etwas Schaum haben? Wonach sieht das hier aus? Nach einer Jagdhütte? Warum wollte er jetzt schauen? Nein. Okay. Tür der Absteige. Ich glaube, ich möchte nicht an einem Ort sein, wo jedermann willkommen ist. Shark. Ach, wie schön. Und nicht Jaws 19. Hätten Sie einen echten Hai genommen. Okay, da geht's nicht weiter. Komm hier auf die Straße. Tatsächlich. Aber das mit der rechten Maustaste funktioniert irgendwie nicht. Weiter runter können wir nicht. Warum sitzt Einstein hier? Wie geht's, Aini? Nee, mit dem Baum kann man nichts machen. Hey, das ist ja so ein Schild, das müssen wir auch noch anschauen hier. Was ist das? Das kann man nicht anschauen. Kann man auch nur wieder raus. Ich würde ja wirklich gerne laufen, aber... Irgendwie will er nicht. Hallo? Das Schild des Friseurladens, nein. Shark. Town. Was läuft denn da im Hintergrund? James Clive, Doris Evans, Edward Clark, David Wright. In Frankenstein. The man who made a monster. Ja. Ja, gut. Kommen wir auch nicht lang. Ah, die Steuerung ist ein wenig
Soup Kitchen under new management. McFly? Biff? Kid? Grandpa? Für dich, Mr. Tennant, Artie. Was machst du hier draußen? Naja, ich hatte Hunger und ich dachte, hier gibt's was zu essen. Vielleicht eine Suppe. Ich dachte, hier gibt's was zu essen. Denk nach, McFly. Der Staatsanwalt wirft mit Vorladungen um sich wie Babe Ruth. Ich glaube nicht, dass Ruth noch Pitcher Klappe. Ist. Wenn eine dieser Vorladungen meinem liebsten Zahlenzauberer in die Hände fällt, stecke ich in großen Schwierigkeiten. Man könnte mich sogar einbuchten. Das willst du doch nicht, oder? Oder doch? Nein, natürlich nicht, Kid. Das ist schon besser. Was klotzt du so, Milchgesicht? Augen auf deine Suppe, Junge. Nun? Nun was? Was machst du denn noch hier? Entschuldige, Kid. Ich werde wieder zurück ins Versteck laufen. Mach das. Und McFly? Ja? Dieser Hut ist zu auffällig. Du gibst ihn besser mir. Oh. Jetzt hau ab. In Ordnung, Boss. Und komm nicht raus, bis ich dir Entwarnung gebe. Ich schwöre, selbst wenn einer von euch Dummköpfen 2 und 2 im Kopf rechnen könnte, würde ich diesen Jammerlappen in den See werfen. Hey! Jedenfalls muss ich jetzt los und mich unwiderstehlich machen. Seh zu, dass keiner den Laden ansteckt, während ich weg bin. So, so. Q-Ball. Okay. Hey, schon gut. Today's soup. Cabbage. Reserve for charity. Das gestapelte Tische. Wofür sind die Tische? Wir haben ein paar extra Tische für unsere Penner-Soirees am Monatsende. Die Penner-Soirees. Okay, da kann man nichts machen. Und gehen wir zurück hier. Die früher leckere Speisen aßen, verschmachten jetzt auf den Gassen. Lustig. Hm. Vielleicht sollte ich ins Gefängnis gehen und mit Doc sprechen, bevor ich irgendwelche Leute im Jahr 1931... Küchentür. Ich schaffe es niemals, die Tür ohne Hilfe offen zu halten. Okay. Gibt's hier noch was? Geht zum Typen. Ich spreche lieber nicht mit ihm, sonst beeinflusst das seine Zeit gerade. Okay. Na gut. Dann gehen wir hier mal raus. Und beenden die Aufnahme hier. Ich danke euch herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, subscribed, liked uns auf Twitter, liked uns auf Facebook und ansonsten hören wir uns auch beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Back to the Future, the game. Bis dahin, tschüss.